Hi, Tom Eder hier vom Golden Future Blog. Persönliche Effektivität und konservativer Vermögensaufbau für Privatanleger. Heute geht es um das Thema Emotionen und die Börse. Haben Sie schon einmal einen Handel an der Börse aus einer Spontanreaktion heraus abgeschlossen? Wenn nein, dann glaube ich Ihnen nicht. So ziemlich jeder Investor hat schon einmal aus emotionalen Gründen eine Aktie gekauft oder verkauft. Und danach oftmals festgestellt, dass es ein großer Fehler war, das zu tun. Der Chart im Bild soll das auf humorvolle Weise verdeutlichen. Sie beobachten eine Aktie, die Sie aus rationalen Gründen erwerben wollen und glauben, dass Sie vielleicht einen besseren Kaufpreis bekommen, wenn Sie noch eine Weile warten. Nur der Kurs steigt und steigt immer weiter und Sie bekommen langsam das Gefühl, etwas zu verpassen. Vielleicht wissen die anderen ja etwas, das Sie nicht wissen. Die Angst, etwas zu verpassen und der Glaube, dass die Kurse weiter steigen werden, bringen Sie dazu, auf den fahrenden Zug aufzuspringen und zu kaufen. Steigt der Kurs noch etwas weiter, haben Sie das Gefühl, etwas Richtiges getan zu haben. Wenn der Kurs nun etwas fällt, dann kaufen Sie Aktien nach, weil Sie immer noch von Ihrer Aktie überzeugt sind. Doch nun fällt der Kurs immer weiter und Sie geraten in Panik, sodass Sie nun verkaufen. Nur leider stellt sich später heraus, dass dies sehr nahe am absoluten Tiefpunkt war und der Kurs bald wieder zu steigen beginnt. Aus Angst, Ihr Geld noch einmal zu verlieren, warten Sie viel zu lange ab und kaufen erst dann wieder, wenn der Kurs schon wieder sehr hoch steht und die Geschichte wiederholt sich. Die Börsenteilnehmer, die ich als Spekulanten bezeichne, handeln leider allzu oft nach diesem Muster. Dies führt dazu, dass Sie auch mit einem Portfolio aus eigentlich hochwertigen Aktien und ETFs eine miserable Bilanz erwirtschaften, da Sie viel zu oft zum falschen Zeitpunkt kaufen oder verkaufen. Welches sind die gefährlichsten Emotionen für einen Investor? Angst. Die Angst kann Sie sowohl dazu treiben, zu kaufen als auch zu verkaufen. Diese Emotion handelt meist eher schleichend und bringt Sie dazu, häufiger als sonst die Kurse zu beobachten. Entweder ist es die Angst, etwas zu verpassen, die Sie zum Kaufen bringt, oder die Angst, Ihr Geld zu verlieren, die Sie zum Verkaufen bringt. Sehr häufig bringt sie die Angst auch dazu, eine im Wert gestiegene Aktie zu verkaufen, um Gewinne mitzunehmen, oder eine leicht gefallene Aktie zu verkaufen, um Verluste zu begrenzen. In meinen Augen ist das eine völlig irrationale Vorgehensweise. Entweder Sie sind aus fundamentalen Gründen davon überzeugt, einen Anteil dieses Unternehmens besitzen zu wollen, oder eben nicht. Ihr Einstandskurs sollte bei dieser Überlegung keine Rolle spielen. Gier. Bei zuvor stark gestiegenen Aktien neigen viele Menschen dazu, auch zu extrem hohen Preisen noch zu kaufen, da sie davon ausgehen, dass diese Rallye weitergehen könnte. Hier ist meiner Meinung nach besondere Vorsicht geboten. Wie in meinem Post funktioniert die Charttechnik beschrieben, ist es absolut nicht zielführend, nur deshalb zu kaufen, weil viele andere es gerade tun. Tatsächlich ist das sogar sehr gefährlich, wie viele Privatanleger im Jahr 2000 beim Platzen der Dotcom-Blase sehr schmerzhaft erfahren mussten. Hoffnung. Ob Sie es glauben oder nicht, hier haben wir es mit einer der gefährlichsten Emotionen an der Börse zu tun. Die Hoffnung führt nämlich dazu, dass Sie noch sehr lange Anteile von in Schieflage geratenen Unternehmen festhalten, obwohl Sie diese aus rationalen Gründen eigentlich schon längst hätten verkaufen müssen. Als beispielsweise herauskam, dass die Firma Wirecard in einen massiven Bilanzskandal verwickelt war und 2 Milliarden Euro an liquiden Mitteln einfach nicht existierten, fiel der Kurs von über 100 Euro pro Anteil auf 38 Euro pro Anteil. Von den verbleibenden Anlegern hatten viele die Hoffnung, dass sich noch irgendetwas ergeben würde und ihre Anteile bald wieder im Wert steigen könnten. Eine Woche später meldete das Unternehmen Insolvenz an und die Kurse fielen zunächst auf 3 Euro pro Anteil und später auf weniger als 1 Euro. Das Schlimme an der Hoffnung ist, dass sie, wenn sie enttäuscht wird, zur Wut führt. Wut. Es reicht! Ich verkaufe jetzt, sagen sie. Und überlassen der Emotion die Handlungsgewalt. Wenn Sie hier nicht in irgendeiner Form bremsen können, haben Sie kaum noch eine Chance, rational zu agieren
und handeln einfach nur triebgesteuert. Selten ist dies wirklich eine gute Idee und oftmals bereuen sie diese Entscheidungen schon am nächsten Tag. Etwa wenn sie wegen einer einzelnen Aktie, mit der sie einen Fehlgriff getan haben, vor lauter Wut ihr halbes Portfolio verkauft haben. Wenn dem so ist, dann seien sie zumindest so stark und korrigieren sie den Fehler dann, anstatt sich hier auch noch von ihrem Stolz bremsen zu lassen. Wenn sie eine gute Aktie, die sie eigentlich behalten wollten, im Zorn verkauft haben, dann beißen sie in den sauren Apfel und kaufen diese gleich am nächsten Tag zum aktuellen Preis nach. Wenn Sie hier warten, bis wieder Ihr Einstandskurs erreicht wird, dann finden Sie sich ganz links im gezeigten Chart wieder. Wie kann man nun als Investor dafür sorgen, dass die eigenen Emotionen nicht das Urteilsvermögen trüben? Erstens, gewöhnen Sie sich an, vor jedem Trade eine Nacht darüber zu schlafen, vor allem vor Verkäufen. Wenn an diesem Tag nicht irgendetwas geschehen ist, das Ihre gesamte Bewertung über den Haufen wirft, wie etwa im Falle Wirecard oder im Falle einer überraschenden Kriegserklärung, dann behalten Sie Ruhe und gönnen Sie sich einen Tag Bedenkzeit. Auch bei neuen Aktienkäufen, die Sie noch nicht im Portfolio haben, empfiehlt es sich, einen Tag abzuwarten und erst dann zu kaufen, wenn Sie dies ohne Emotionen aus völlig rationalen Gründen tun können. Zweitens, lernen Sie sich eine eigene Meinung über den Wert eines Unternehmens zu bilden. Aktien sind keine Tickersymbole mit bunten Preisschildchen. Es sind Anteile an realen Unternehmen, die darauf ausgelegt sind, Gewinne zu erzielen. Welchen Preis Benjamin Graham's Mr. Market Ihnen für diesen Anteil gerade anbietet, ist relativ zweitrangig. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie davon überzeugt sind, einen Anteil an einer langfristig profitablen Firma zu erwerben. Wie Sie lernen können, den Wert eines Unternehmens zu bewerten, finden Sie in meinem Post Value Investing Beispiel Toms Eisdiele oder in meinem Buch Dream of a Golden Future – Gutes Investment ist langweilig. Drittens, verkaufen Sie stets nur aus zwei Gründen. Wenn Sie fest davon überzeugt sind, dass das Unternehmen seine langfristige Profitabilität verloren hat oder wenn die Börsenkurse so weit über ihre rationalen Bewertung hinausgestiegen sind, dass sie nur noch darüber lachen können. Zum Beispiel, wenn die Marktkapitalisierung mehr als das 50-fache des operativen Gewinns ausmacht. Viertens, hören Sie auf, Artikel auf Börsenklatschseiten wie der Aktionär zu lesen, die von Kaufsignalen und Charttechnik sprechen. Diese Seiten fördern gezielt negative Verhaltensweisen, die zu Spekulationen führen und weitaus schlechtere Ergebnisse erzielen als eine passive Anlagestrategie auf einen breiten Index-ETF. Daher rate ich davon ab, diese Nachrichten zu verfolgen. Das allermeiste, was für Sie als Value Investor wichtig ist, können Sie den Quartalsberichten der Unternehmen entnehmen, die alle 3 Monate veröffentlicht werden. Fünftens. Verfolgen Sie Aktienkurse nicht öfters als einmal pro Woche. Die täglichen Launen des Mr. Market sind nicht Ihr Problem. Ob eine Aktie nun im Kurs 5% gestiegen oder gefallen ist, macht langfristig keinen Unterschied. Je seltener Sie die Kurse verfolgen, desto besser werden Sie schlafen und desto besser wird auch vermutlich Ihre langfristige Rendite ausfallen, da Sie nicht von Emotionen geblendet werden und Ihre Entscheidungen aus fundamentalen Gründen getroffen werden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf YouTube unten rechts auf den roten Abonnieren-Button oder abonnieren Sie den Golden Future Blog auf Facebook. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.